ein ganz, ganz wichtiges Themenfeld, wird immer mehr auch an Bedeutung gewinnen vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung. Wir haben einfach einen immer kleiner werdenden Bereich, aus dem wir unsere Talente dann auch rekrutieren müssen, und da muss man einfach attraktiv am Markt sein. Aller Anfang ist eine Vision. Das halte ich für ganz wichtig. Man muss eine Vision haben. Wer keine Vision hat, wo er langfristig sein wird, wird nicht den Hafen erreichen, wo er hin will. Und nachher beschwert er sich, ach, das Leben hat mit mir so hin und her gespielt, ich weiß auch nicht, alles ist ungerecht. Deswegen nehme ich mir menschliche Vorbilder. Ist keine Schande zu fallen, ist aber eine Schande, nicht wieder aufzustehen. Bei Wettbewerben wie Great Place to Work, wie bei Topjob, CEF und so weiter, bei all diesen Wettbewerben wollen wir diese Plätze erreichen. Bronze, Silber oder Gold? Ich liebe Gold, ich mag das am meisten. So versuche ich unsere Leute auch zu motivieren. Gold ist das Tollste. Das ist ein Ziel, das erreichen wir nicht immer. Aber wie kann man denn das erreichen? Wir machen jährlich eine Mitarbeiterbefragung. Ich nenne sie die HR-Bilanz. Warum machen wir eine Bilanz? Um zu wissen, unter Wasser, über Wasser, wie hoch unter Wasser, wie hoch über Wasser. Deswegen machen wir es. Und das müssen wir wissen. Genauso müssen wir wissen, wie unsere Mitarbeiter denken. Alle Mitarbeiter werden befragt. Der Vortrag von Herrn Professor Ohlisch war sehr inspirierend. Aus dem Vortrag von Herrn Professor Ohlisch, der sehr plastisch und auch sehr transparent die Problematik eines Employer Brandings dargestellt hat, nehme ich also als Anregung auch mit, wie man konzeptionell vorgehen kann, um nach außen ein attraktiver Arbeitgeber auch zu sein. Diese Spezialisten, es sind ja alles jüngere Leute, die schauen im Internet nach, die schauen, wer ist ein guter Arbeitgeber, die kommen automatisch auf uns, weil wir sind mehrfach in Deutschland bester Arbeitgeber Deutschlands geworden. Wir brauchen nicht mehr im großen Stil irgendwelche Akquisitionsmaßnahmen zu machen. Das reicht, wenn Sie den Namen eines sehr guten Arbeitgeber haben und Sie dafür bekannt sind, dann kriegen Sie genug Bewerbung, auch von Top-Leuten. Ich finde sehr spannend, eigentlich der sehr offene Austausch der Kolleginnen und Kollegen untereinander. Die Tagung ist sehr praxisnah, es ist sehr praxisorientiert, und die Beispiele sind auch sehr hilfreich, um selber auch die eigenen Aktivitäten einzuordnen und zu sehen, wo man noch verstärkt in Untersuchungen auch intern nochmal durchführen sollte. Und bin auch daher ganz, ganz froh, dass diese konzeptionellen Anregungen für mich eigentlich der wichtigste Aspekt sind, den ich mitnehmen werde.